Der Name steht fest. Es wird wohl ein interessanter Name. Weiter. Panik macht dich in ganz Afrika weit, ganz Nordamerika. Wir bleiben in Kontakt, Commander. So. Ach. Stimmt, wir haben den Captain bekommen. Den kann ich noch gar keinen Spitznamen geben. Ja, Soldat. Dann hier, kriegst du... Er ist Unterstützer, ja. Reflexschuss, geht wahrscheinlich nicht nur bei Bewegung. Ja, macht das wieder. Rauch und Spiegel ermöglicht eine zusätzliche Verwendung der Rauchgranate pro Einsatz. Ja, mach mal das. Wiederbelebung. Medikits können kritisch verwundete Soldaten mit 33% maximaler Gesundheit wiederbeleben. Nein. Gewehrdeckungsfeuer. Ja. Und Captain. Gefechtsdrogen. Rauchgranaten enthalten jetzt starke Stimulanzen, die bei einer Hand in der Wolke willen um 20% die Chance auf eine Show. Dichter Rauch. Haben einen größeren Wirkungsbereich und erhöht die Verteidigung weiter um 20. Das mache ich mal. Gut. Wie sich herausstellte, ist das hier ein Moment. Ich das so dunkel, ich muss lesen können. Genau. Es hat sich herausgestellt, dies ist der liebe Kaliber LP. Er ist nicht gestorben, er wurde nur entführt und wir konnten ihn jetzt retten. Genau das ist passiert. Nicht wahr? Also ich hab so viel nicht Namen auf der Liste, es macht eigentlich nichts aus, dass ich das mache. Und du wirst zur Strafe. Nein, nicht zur Strafe. Du bekommst wieder Geld. Ja, er hat sich ein bisschen verändert. Es ist viel passiert. Du kommst auch gleich mal mit auf eine Mission, nicht wahr? Und Cobra hier unten. Individualisierung. Spitzname ist Mr. T. Ja. Ethnie. So. Bestätige. Okay. Verstanden, Commander. Haut. Achso, man kann die Haut. man kann die Hautfarbe anpassen. So. Frisur ist vielleicht blond nicht die beste. Genau, gar keine. Aha, Farbe meine ich. Ja, so ein schönes Schwarz. Bart. Ja, das geht auch mal gut. Und du bekommst... Weil wir alle so rassistisch sind, weiß. Nein. Hey, das sieht mal funky aus. Sieht sehr funky aus. Die Farbe sieht doch sauber aus. Ich meine, gut. Was rede ich hier? So, jetzt haben wir schon eine ganze Reihe von Leuten. Über die Hälfte, um genau zu sein. Forschung. Okay. Dann nach Aktivitätsscan. Commander, wir haben einen neuen Kontakt. Viel größer als alles, was wir bisher kannten. Falls wir dieses Schiff angreifen, empfehle ich, unsere bestausgerüsteten Kampfjets einzusetzen. Ja. Ich werde wohl auf Manöver gehen bei diesem Einsatz.
greife Feind an. Wieso kann ich hier nicht... Die machen uns kalt. Wir brechen ab. Abhängiger hat sich vom Ziel-UFO gelöst. Abhängiger wurde beim Zusammenschluss ernsthaft beschädigt. Ja, das wurde er. Kontakt entdeckt. Ah. Mutonenautopsie. Mit über 2 Metern Größe ist dieses Wesen schon optisch beeindruckend, aber die Massenverhältnisse zwischen Muskeln und dem Rest der Körpermasse ist einfach atemberaubend. Seine Knochen sind extrem haltbar, dabei aber viel der leichten. Ja, okay. Neues Jagdflugzeug. Ich brauche mehr Waffenfragmente. Das dies scheint eine Drohne, ähnlich der uns bekannten Militärdrohne zu sein. Dieses Exemplar kann offenbar beschädigtes Gerät reparieren. Dr. Shen und ich glauben, es sollte möglich sein, sie einzufangen und für unsere Zwecke im Kampf zu verwenden. Wieder ein Einfang. Dass ich jetzt dieses UFO nicht bekomme, ist scheiße. Drohnenautopsie. So, die Drohnen, die wir zerlegt haben, scheinen nur einem einzigen Zweck dienen, die Technologie der Aliens zu reparieren. Einschließlich ihrer robotischen Gegenstücke, es sind Robotheiler, die keinerlei Offensivwaffen tragen. Dafür haben wir eine große Sprengladung tief in ihrem inneren Subsystem entdeckt. Okay. Nein, da gehen 30 Waffenfragmente für flöten. Und ich will... Eigentlich schon das neue Jagdflugzeug. Auf der anderen Seite ist die Plasmakanone dann aber auch. Ich hab kaum Waffen von mir. Ja, okay, los. Ein Moment. Nicht so wichtig. Also. Lagerraum. Offene Aufträge. Ich hab nicht genug Plasma-Pistolen. Versuche den Schwarzmarkt. Noch irgendwas? Nein. Warte mal, Kaserne. Soldaten anzeigen. Bewaffnung. Eine Plasma-Pistole. 2 Plasma-Pistolen. 2 Plasma-Pistolen habe ich. Kaum genug Waffen für alle. Na gut, scannen wir nochmal nach Aktivität. Hier rein. Commander, der Rat möchte Sie sprechen. Die sichere Übertragung startet jetzt. Ratseinsatzbergung. Jüngste Berichte melden, dass ein UN-Botschafter und sein Mitarbeiter in Mexiko in einen Alien-Angriff geraten sind. Würde dieser Diplomat getötet, wäre eine Panik die Folge. Die Effektivität von XCOM würde leiden. Wir brauchen einen Trupp ihrer Soldaten, um das Ziel zur Abholposition zu bringen. Neuer Rekrut Scharfschütze-Ketten. Wow. Ja, okay, Einsatz starten. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Entfernen, hinzufügen. Einen guten Scharfschützen. Entfernen. Ich brauche hier im Moment eigentlich gar keine Leute für neue Spitznamen, weil ich habe, soweit ich den hinzufuge, ja sowieso einen über. Sturm. Kaliber. Genau, der plötzlich wieder aufgetaucht ist, nachdem er verschwunden ist. Eieieiei. Ich wette, da freut er sich. Noch 3 Minuten, ne? Ja, ich starte mal den Einsatz.
gucken wir ihn uns an.